Deswegen haben wir uns überlegt, wir konfrontieren mal echte Menschen da draußen, ahnungslose Passanten, mit einem Actionfilm. Alles war vorbereitet. Schauspieler, Drehort, spannender Plot, viel Action. Nur eine Sache fehlte. Die Hauptdarsteller. Aber die haben wir gefunden. Neuss in Nordrhein-Westfalen. Was hier aussieht wie eine normale Shopping-Mall, ist heute Schauplatz meines Agenten-Thrillers. Shopping Impossible. Shopping Impossible. Ich habe alles, was ich für meinen Sat.1-Action-Kracher brauche. Eine Mega-Location, dieses Einkaufscenter hier in Neuss, meine Mitarbeiter und eine geile Regiezentrale, wo ich alles sehe. Was nämlich keiner weiß, ich habe das Shopping-Center mit hochmoderner Überwachungstechnik ausgestattet. Außerdem habe ich an entscheidenden Stellen meine Leute positioniert. Agentin Leonie. El-Praktikante. Special Agent Andy. Der Müllmann. Bomber und Glatze. Die Gangster. Soko Neuss. Die Exekutive. Alright, dann wollen wir mal ein paar Leute auf unsere geheime Mission bringen. Die Mission, ein Koffer mit geheimem Inhalt muss unauffällig von A nach B transportiert werden. Kurier der mysteriösen Fracht? Ganz normale Passanten. Doch das Entscheidende, die Helden der Mission wissen gar nicht, dass sie Hauptdarsteller in meinem Film sind. Actionfilm, die erste. Und bitte. Alles klar, Leonie. Los geht's. Hast du irgendeine Fremdsprache, die du sprichst? Spanisch einigermaßen. Dreh dich mal über deine rechte Schulter und sag Hola. Hola. Kannst du auf Spanisch sagen, bitte nicht bewegen? Por favor, no muévete. Sehr gut, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Das hier ist für Sie. Und du gehst. Das ist wichtig. Einfach drangehen. Es geht um Leben und Tod. Es geht um Leben und Tod. Das ist jetzt wirklich die letzte Chance. Sie müssen jetzt einmal drangehen. Dann müssen Sie einmal kurz in das Telefon gehen. Nee. Geh mal rein und such den Blickkontakt durch die Scheibe. Und jetzt legst du das Handy auf die Bank und slidest das so zu ihr rüber. Für sie. Das ist für sie. Und jetzt weg. Gib ihm das Handy. Viel Glück. Viel Glück. Hallo? Sie wurden ausgewählt für eine sehr wichtige und verantwortungsvolle Aufgabe. Sind Sie dabei? Mit wem spreche ich? Wer ich bin, werden Sie früh genug erfahren. Im Moment geht es einzig und allein um Sie. Ich brauche Sie jetzt einfach an meiner Seite. Ich brauche einfach, dass Sie mir zuhören und genau das tun, was ich Ihnen sage. Verstanden? Wofür, wenn ich fragen darf? Es geht um eine geheime Mission im Dienste der gesamten Menschheit. Und ich brauche Ihre Hilfe. Aha. Wenn Sie mir vertrauen, dann nehmen Sie jetzt die Rolltreppe nach oben. Die Rolltreppe Wann? Hoch? Nö, nee, eigentlich habe ich da gar keinen Bock drauf jetzt so. Ich weiß, das klingt merkwürdig und ich weiß, das ist eine wahnsinnig merkwürdige Situation. Aber es ist wichtig, dass Sie genau das tun, was ich Ihnen sage. Okay, was soll ich tun? Okay. Rolltreppe hochfahren. Verrätst du mir deinen Namen? Florence. Florence? Ja. Sehr gut. Schön, dass wir direkt mit Decknamen arbeiten. Sind Sie bereit, über sich hinauszuwachsen? Nein. Wir brauchen einen Codenamen für Sie. Was ist das Letzte, was Sie gegessen haben? Knoppers. Knoppers? Das ist aber jetzt Ihr Codename. Augen aufhalten. Da oben müsste irgendwo ein Müllmann sein. Oder Overall. Nein, großes. Sehr gut. Das ist unser Kontaktmann. Jetzt ist dein Auftritt. Du gehst jetzt zu dem Müllmann. Und fragst ihn, ob heute eine gute Gelegenheit wäre, zu segeln. Okay, Andy. Sobald ihr dich was fragt, läufst du einmal um den Block und antwortest ihr dann erst, okay? Wäre heute eine gute Gelegenheit, zu segeln. Ja, der geht jetzt weg. Okay, du kommst jetzt zurück und sagst, nur wenn die Möwen Spanisch können. Und gibst dir dann den Kopf. Nur wenn die Möwen Spanisch können. Florence? Ja. Parlez-vous français? No. Okay, die Antwort ist richtig. Die Antwort ist richtig. Nehmen Sie den Koffer bitte an sich.
Darf ich? Was jetzt wichtig ist, dass sie ganz, ganz ruhig bleiben. Lauf jetzt mal bitte rüber zu dem Eiscafé direkt gegenüber. Jetzt fragst du, ob sie laktosefreies Eis haben. Entschuldigung, haben sie laktosefreies Eis? Ja, ja. Dann nehme ich eine Kugel Erdbeere, bitte. Ja, eine Kugel Erdbeere. Gib dir einen 10-Euro-Schein. Und sag, stimmt so. Trinke Kaffeeklasse und gehen. So, dann drehst du dich um und du gehst an die Scheibe. So, jetzt klopfst du da einmal gegen. Alles klar. Du verhältst dich bitte weiterhin komplett unauffällig. Sehr gut gemacht. Okay. Was mache ich jetzt hier mit dem Koffer? Tu mir einen Gefallen, sei mal gedanklich. Bis 20. Okay. Mach kurz Pause. Das ist lecker. Ich glaube, dass wir mittlerweile nicht mehr alleine sind. Dreh dich um und lauf. Wohin? Nach links um die Ecke. Und los. Ja, man kann sehen, dass es um Leben und Tod geht. Okay, du gehst jetzt zu dem kleinen blauen Auto. Ja. Leg den Koffer in den Wagen. Frag die Dame links von dir auf der Bank, ob sie einen Euro hat. Entschuldigung, haben Sie einen Euro? Weißt du, was du jetzt mit diesem Euro machen musst, Florence? Stellvertretend von allen Menschen, die auf der Welt wohnen, möchte ich mich bei dir bedanken. Das ist wahnsinnig wichtig, was du gerade tust. Okay. Oh, fuck, nicht die schon wieder. Ich sag mal so, die beiden verstehen leider gar keinen Spaß. 5 Meter hinter mir sind die. Wo soll ich jetzt hingehen? Du hältst dich links. Halt dich links. Hey, gib mir das Ding. Okay, wir haben ein Problem. Und lauf weg, lauf weg. Schnell, ja. Lauf. Entschuldigung, können Sie mal kurz stehen bleiben? Ja. Was machen Sie in der Mall? Einkaufen. Ich telefoniere gerade. Ja, können Sie das mal kurz unterbrechen? Hören Sie mal auf zu telefonieren, nehmen Sie das Telefon aus der Hand. Von wem haben Sie den Koffer bekommen? Das weiß ich nicht, aber ist am Telefon derjenige. Es ist alles aufgeflogen, Hier läuft irgendeine Frau rum, die hat das Telefon gegeben. Ja. Und jetzt steht da so ein Koffer. Können Sie uns hier mal bitte zeigen? Wir würden jetzt gerne wissen, was in diesem Koffer drin ist. Würden Sie den einmal bitte öffnen? Sagt Ihnen der Name Knoppers was? Ja. Ja, was denn? Ich bin Knoppers. Aha. Okay, jetzt treten Sie mal wieder 2 Schritte zur Seite. Der gehört mir nicht. Der wurde mir gerade gegeben. Was ist das hier? Ich habe keine Ahnung. Wendler? Autogramm? Autogramm vom Wendler, Sie perverses Schwein. Ganz schön pervers, ne? Das widert mich an. Sie wissen schon, dass Sie sich sehr merkwürdig verhalten, ne? Sie können solche Sachen nicht einfach hier mit sich führen. Sie wissen, damit machen Sie sich strafbar, ne? Damit? Ja. Das ist aber nett. Und die Unterwäsche? Warum sind da noch Schilder dran? Die haben Sie hier gestohlen? Nein. Stellen Sie sich an die Wand. So, ich glaube, wir nehmen ihn mal mit, ne? Ja. Was ist denn hier los? Ach Gott, oh Gott, oh Gott. Nein. Was ist denn hier los? All diese Leute gehören zu uns und du bist der neue Star. Ist das geil? Ein bisschen, ja. Aber du raffst es noch nicht ganz, ne? Nicht ganz. Hey, Knoppers. Hey. Ja, das hast du klasse gemacht. So, Schnitt und damit zurück ins Studio.